Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zu Giga the Show um 21 Uhr. Eine historische Sendung, ein historischer Tag für die Welt heute. Absolut. Nicht wegen Obama, sondern weil wir fantastische News heute haben. Hier spielt die Musik. Fantastisch. Ja, im wahrsten Sinne, denn wir wollen heute mal, und das haben wir auch vorhin ja schon getan, über Musikspiele reden, Guitar Hero, Rock Band, wie sie da alle heißen, SingStar zählen wir auch dazu. Und da gibt's auch einen kleinen Artikel auf giga.de und da gibt's auch einen Comments-Bereich und da habt ihr fleißig gepostet, können wir mal einen Blick reinwerfen. Zack, zum Beispiel der Pharma94 schreibt, Liebe auf den ersten Blick. Das erste Musikspiel, was mich voll aus den Socken gehauen hat, war Guitar Hero 3 für PlayStation 2. Als ich 2008 mit ein paar Kumpels auf der Games Convention war und wir dort Guitar Hero World Tour gespielt haben, waren wir total davon überzeugt. So steuerten wir am zweiten Tag gleich den Activision-Stand an, um mal so richtig abzurocken. Hatte bloß keiner Bock zu singen, sagt er noch. Seitdem ist Guitar Hero 3 jedes Wochenende gang und gäbe. Also da fing die Liebe dazu an. Und auch Lord M. vorschreibt, einfach genial. Ich spiele in echt sehr gern und viel Gitarre, aber ich greife auch gern zur Plastikklampfe. Mir macht es einfach einen Riesenspaß, zu den Megasongs abzurocken. Manche mögen sagen, dass auf 5 Plastiktasten drücken ein Kinderspiel sei, jedoch hat es auch eine gewisse Herausforderung, was das Spiel auch über eine längere Zeit interessant macht. Das ist ein interessanter Punkt, weil er sagt, er spielt auch echte Gitarre und das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht echt Gitarre spielen kann. Anscheinend ist es für jemanden, der auch in Wirklichkeit musikalisch ist. Wusstest du, dass ich mal Gitarrenunterricht hatte? Ja, ich weiß. Schmerzhaft sind die Erinnerungen an deine Übungen, die du manchmal gemacht hast, wenn ich da war. Ich habe mal, ich habe hier einen Kommentar noch, der passt zu dem, was du gerade auch ein bisschen geschrieben hast. Wie hieß er? Lord M4? M4. Ja. Hier nämlich von Kill for Kiss und zwar Musikspiele-Boom. Ich würde es genial finden, wenn man wenigstens mit der Plastikgitarre das echte Gitarrenspielen so imitieren könnte. Nicht unbedingt mit Knöpfchen drücken, dass man Grundlagen lernt und sie auf der echten Gitarre nachempfinden bzw. nachspielen könnte. Unter solchen Umständen wäre ich auch bereit, mehr zu bezahlen, da man zum Spielen auch noch etwas gelernt bekommen. Ja. Finde ich einen absolut guten Punkt, über den ich mir so noch gar keine Gedanken gemacht habe, aber jetzt, wo Kill for Kiss das geschrieben hat, macht es total Sinn, weil du spielst Guitar Hero oder Rock Band und du wirst überhaupt nicht besser. Aber wie geil wäre das, wenn du auch so ein bisschen wirklich was lernst dabei? Weißt du, wenn du Guitar Hero spielen würdest und dabei auch ein bisschen Gitarre lernen würdest? Also, das wäre doch super. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, warum nimmst du einfach eine normale Gitarre und übst? Aber du weißt, was ich meine. Weißt du, vielleicht bringen die auch irgendwann mal Gitarren raus, die genauso funktionieren wie eine Guitar Hero Gitarre. Nicht so mit, weißt du, das ist ja total kompliziert. Man hat diese Saiten, da muss man die anschlagen. Und diese Finger. Diese Griffe, die sind ja richtig so, verkrunkelst du dir so die Hände. Aber wenn die sich so konstruieren, dass sich vielleicht im Inneren irgendwie die Saiten befinden und du drückst den Knopf und irgendwas rechnet das automatisch um. Ja, aber wäre es nicht auch uninteressant, wenn jeder Gitarre spielen könnte? Nee. Ich meine, okay, man kann vom Lagerfeuer wahrscheinlich keine Mädels mehr beeindrucken, weil da so 3 Leute neben einem sitzen, die das auch gleich machen. Was willst du hören, Baby? Ja, also, aber prinzipiell finde ich die Idee gar nicht schlecht, dass man könnte ja zum Beispiel einfach irgendwie Noten oder so einbauen, sodass man zum Beispiel Noten lesen lernt oder irgendwie auf jeden Fall, dass es nicht einfach nur Spaß macht, sondern auch was bringt. Das finde ich ist an sich schon gar nicht schlecht. Ich glaube zum Beispiel, dass bei Rockband das Schlagzeug durchaus helfen kann, echtes Schlagzeug zu lernen, weil es einfach von der gesamten, ne? Ich glaube, eher als so, bei der Gitarre auf jeden Fall. Es ist näher dran am Schlagzeug als. Weil das Schlimme am Schlagzeug ist ja, dass man die Füße anders bewegen muss als die Hände. Ja. Ja? Und das ist vom Gehirn her immer so eine Leistung, den Fuß immer so und die Hände haben einen anderen Takt. So. Ich krieg das nicht hin. Ne? Ja, also Schlagzeug bei Rockband bin ich auch sehr schlecht, aber wie gesagt, es wäre eigentlich eine gute Idee, die Kill for Kiste hat. Siehste? Also, jede Menge gute Ideen und tolle Kommentare. Ihr könnt dazugehören, wenn ihr jetzt euren Comment hinterlasst auf giga.de. Und wir machen weiter mit dem Newsflash. Ja, schnell. Uncharted war ein erster grafischer Erguss für die PlayStation 3 und auch so erfolgreich, dass es einen zweiten Teil geben wird. Uncharted 2 Among Thieves heißt er, gibt's auch schon einen Trailer. Da sieht das ziemlich kalt aus, hier sieht man das, denn es spielt zum Teil wohl im Schnee. Und der Game Director, Bruce Staley heißt er, vom zweiten Teil hat jetzt bekannt gegeben, dass es auch im Nachfolger Fahrzeuge geben wird und dass man sogar mit dem einen oder anderen Fahrzeug die ein oder andere Mission bestreiten muss. Das hat er also gesagt für alle Leute, die auf Fahrzeuge in Spielen stehen.
kommt ihr auf eure Kosten. Ist ja auch ein komischer Fetisch, auf Fahrzeuge in Spielen zu stellen. Das gibt, ne? Ja. Jetzt habe ich eine Meldung, und zwar von der Firma TN Games gibt es ja die, vielleicht kennt ihr sie, Third Space Force Feedback Jacke. Das ist eine Jacke, die man beim Zocken anhat, und wenn man zum Beispiel einem Ego-Shooter angeballert wird, dann macht das halt an entsprechenden Stellen Impact, sodass das sich komisch anfühlt. Und da im Bild sehen wir jetzt das neueste Produkt von TN Games, und zwar ist es der HTX-Helm. Und jetzt ratet mal, was der machen soll. Dieser Helm soll, ich zitiere den Hersteller, ich halte das für höchst fragwürdig, aber ich zitiere es, weil ich auch auf eine ganz bizarre Art und Weise lustig finde. Der Hersteller verspricht ein authentisches Kopfschussgefühl. Steht dann wahrscheinlich so auf der Packung. Allein, wie haben die das ermittelt? Haben die Leute danach gefragt oder was? Also geht ja nicht. Ist ja irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr dann diesen Helm aufsetzen, diese Weste aufsetzen, dann Ego-Shooter spielen und dann habt ihr ein richtig authentisches Ego-Shooter-Gefühl. Ich wage zu bezweifeln, dass das in Deutschland rauskommt und dass das auch der Entwicklung von Computer- und Videospielen dient. Aber unsere Pflicht als News-Sendung ist es ja auch, euch zu informieren, was in der Welt so passiert. Und das passiert gerade. Vielleicht ist das ja auch ein heilsamer Schock. Das kann sein. Ja, wenn die erstmal da einen gelatzt kriegen auf den Kopf, dann werden die vielleicht so Pazifisten. Weißt das du? Könnte passieren, ja. Kommt drauf an, wie feste der Schlag ist. Ja. Vielleicht kann man diesen Helm ja übrigens auch, wo du von der Feste des Schlages sprichst, für andere Spiele verwenden, zum Beispiel für Tennis. Da kriegt man auch manchmal den gelben Filzball auf den Kopf gedotzt und fühlt sich danach schlecht. Und jetzt, hier seht ihr es schon im Bild, gibt es nämlich einen neuen Tennistitel, und das ist Mario Power Tennis für Nintendo Switch. Ihr kennt das Spiel vielleicht noch für den GameCube. Da gab es das auch schon mal. Jetzt also kommt es für Nintendos neueste Konsole. Und auch da könnt ihr mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig, sprich im Doppel, 2 gegen 2, spielen. Und natürlich gibt es wieder jede Menge Power-Features, die ihr einsetzen könnt. Aber es gibt auch einen Modus, der gänzlich ohne diese Schnörkeleien auskommt, sondern sich wirklich auf das gute alte Tennisspiel beschränkt. Es soll angeblich kommen am 6. März und damit die Mario-Reihe auf Nintendos Wii erweitern. Die australische Games-Branche boomt. Das ergab jetzt eine Studie der IEAA, der Interactive Entertainment Association of Australia. Die haben nämlich herausgefunden, dass die Absätze und vor allen Dingen die Umsätze in Australien in der Videospielbranche signifikant gestiegen sind. Knapp 2 Milliarden australische Dollar oder umgerechnet 47% mehr als noch im Vorjahr wurden 2008 umgesetzt. Der Softwareverkauf legte sogar gegenüber dem Vorjahr um 57% zu. Der Konsolenabsatz stieg um 43%, und jetzt kommt's, die Zubehörprodukte weisen ein Plus von 68% in Australien vor. Wow! Ich habe nichts. Vielleicht hast du ja bald eine PlayStation 3. Das wäre immerhin etwas, denn es gibt vielleicht einen Anreiz, sich eine PS3 zu kaufen, wenn ihr noch keinen habt. Und der heißt Killzone 2. Der Halo-Killer. Darf man das noch sagen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird er als solcher aufgebaut. Viel Ressourcen wurden reingesteckt in dieses Spiel. Und wie es sich gehört, für einen großen Titel, Little Big Planet zum Beispiel, hat es vorgemacht, gibt es das Ganze auch im Bundle, zumindest in den USA und auch in Teilen Europas ist es wohl schon angekündigt. In Großbritannien soll es ein Paket geben, das 299 Pfund und 99 Cent kostet und beinhaltet eine PlayStation 3 mit 80 GB Festplatte, eben Killzone 2 und auch einem Controller. Das berichten unsere Kollegen von Video Gaming 24. Ob das jetzt auch im Rest Europas erscheinen wird, sprich in Deutschland und zu welchem Preis, das wissen wir noch nicht. Aber es ist ja naheliegend, dass wir bald diese Informationen bekommen. Und dann bekommt ihr sie auch. Am 9. April können sich Dragon Ball Fans schon mal nichts vornehmen oder sollten sich nichts vornehmen. Dann kommt nämlich Dragon Ball Evolution in die Kinos, die Realverfilmung des beliebten Animes und Mangas. Und natürlich, und das ist eigentlich schon fast wieder lustig, wird es zum Film ein Spiel geben. Dabei basiert ja der Film, nicht direkt auf einem Spiel, aber die Spiele waren vorm Film da, dann kommt der Film, dann kommen wieder die Spiele, die auf dem Film basieren. In meinem Kopf ist das sehr lustig. Auf jeden Fall kommt der Film demnächst raus und passend dazu ein Spiel für die Sony PSP, und zwar exklusiv. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ja gut, Dragon Ball Spiele gibt's ja schon wie Sand am Meer. Das stimmt natürlich. Allerdings gibt's eine Besonderheit bei der PSP-Version, und zwar wird man erstmals nicht
Anime-Figuren steuern, sondern Menschen, nämlich die Schauspieler aus dem Film. Fantastisch, oder? Das Ganze kommt pünktlich zum Kinostart in Nordamerika auf dem Markt, in Japan auch. In Europa gibt es noch keine Bestätigung. Es ist aber davon auszugehen. Eine Bestätigung, ob das Spiel Blood of Bahamut für Nintendo DS in Amerika erscheint, gibt es auch nicht. Aber es gibt zumindest einen Hinweis darauf, dass dem so sein könnte. Denn beim amerikanischen Patentamt wurde ein Patent angemeldet, das Rückschlüsse darauf lässt, dass eben die Version für Nintendo DS auch in Amerika kommt. Und wenn es denn in Amerika kommt, liegt es ja auch nahe, dass es irgendwann auch nach Europa kommt, was die Chancen aller Blood of Bahamut-Fans rapide erhöht, dass sie irgendwann dieses Spiel spielen können. Große Freude. Große Freude vielleicht auch für Nintendo. Die wurden nämlich nominiert, und zwar zur Wahl des Goldenen Computer. Das ist ein Wettbewerb, der von unter anderem der Computerbildspiele oder der Computerbild ausgerufen wird. Es ist ein Publikumspreis, das heißt, ihr bzw. alle, die wollen, können bestimmen, an wen dieser Preis geht, der Goldene Computer. Nintendo ist in zwei Kategorien nominiert, und zwar in der Kategorie Hardware und Konsolenspiel. Zu gewinnen gibt es übrigens ein Mercedes C250 CDI. Also für die, die mitmachen an der Abstimmung, nicht für Nintendo. Die brauchen keinen Mercedes. Nintendo hat sich entschlossen, die Metroid Prime-Reihe, die man ja schon vom GameCube kennt, auf Nintendos Wii zu veröffentlichen. Und zwar gibt es auch schon für Japan ein Release-Datum, und das wäre der 19. Februar. Und wie es sich gehört, sind diese Titel natürlich mit einigen Features ausgestattet, die die Wii ermöglicht. So zum Beispiel natürlich die Steuerung mit der Wii-Mode und dem Nunchuck. Und es gibt auch einen 16:9 Modus. Wann diese Titel dann in Europa erscheinen, das wissen wir aber noch nicht. Die PS3 verkauft sich angeblich schlechter als der GameCube. Jetzt muss man natürlich das ein bisschen ins rechte Licht rücken. Nämlich verglichen werden die Verkaufszeiträume, an denen die Konsole rausgekommen sind. Also nach 26 Monaten, wie erkläre ich das? Also 26 Monate, nachdem der GameCube offiziell auf den Markt gekommen ist, hat er sich knapp 6,75 Millionen Mal verkauft. So, und Sony liegt momentan bei 6,79 Millionen Abverkäufen in den ersten 26 Monaten, was wiederum bedeutet, dass sie quasi auf Augenhöhe sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der GameCube sich ja extrem schlecht verkauft hat aus Sicht von Nintendo und trotzdem Profit abgeworfen hat für Nintendo. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die PlayStation 3 sich super schlecht verkauft. Immerhin war die PlayStation 2 die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Dieser Rekord wird gerade von Nintendos Wii gebrochen. Und die PlayStation 3 macht Verluste. Wenn man das alles zusammenfasst, dann bleibt als Fazit eigentlich nur zu sagen, macht's besser, Sony, mit der PlayStation 4. Ich habe mich gerade selber so in den Zahlen verloren, aber es macht Sinn. Ich fand nur diesen Aufruf so. Weißt du, man kann ja auch den Leuten sagen, kauf mehr PlayStation 3. Ja, aber ich kann ja die Leute, die machen es ja nicht. Nee, also, was willst du machen? Nee, also irgendwas ist da halt einfach falsch gelaufen. Ja. Das werden die sich schon selber fragen. Ich meine, die PlayStation 3 ist ja eine gute Konsole, aber sie verkauft sich einfach nicht so gut. Und Nintendo Wii, ich habe zum Beispiel keine Wii, aber verkauft sich wie geschnitten Brot, weltweit. Das ist unglaublich. Ja, ist ja, ich meine, man hat ja mit Xbox einen Konkurrenten, der erstens günstiger ist und zweitens 95% der Spiele auch bietet, die die PlayStation bietet. Ne? Und sie war früher draußen. In der Generation davor war es genau umgekehrt. Cooking Mama jetzt, tschüss.